Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Tempel des Elchs, wobei ich mir gerade überlege, dass wir vielleicht erstmal einen kleinen Abstecher zum Lager machen. Jetzt, wo wir Amiri wieder mit dabei haben, dann können wir das hier oben nämlich eventuell auch abschließen und uns dann dem Tempel des Elchs zuwenden. Nicht, dass hier oben gleich wieder irgendwas verpufft oder verschwindet, was wir hätten lösen sollen. Was? Nicht verfügbar. Aber warum ist denn hier... Ja, verstehe ich nicht. War ich vielleicht sogar schon mal hier? Weiß ich gerade gar nicht. Aber anscheinend nichts hier, was wir irgendwie tun könnten, weil das Lager halt verlassen ist. Ja, komm, kämpfen. Wir müssen sowieso rasten, deswegen nehme ich den Kampf jetzt einfach mal mit. Und mit was haben wir es zu tun? Wieder mit Goblins? Ist das euer Ernst? Hier ist nichts. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist... Ah, guck mal hier. Winzling, da ist einer. Der hier oben in der Ecke rumsteht. Jo, das war der Überfall auf dem Weg. Gut. Ah ne, da gibt es noch mehr. Jetzt kommen sie tatsächlich langsam raus. Waren das nur die beiden oder sind hier noch mehr? Weil sonst würde ich jetzt mein Lager aufschlagen. Na, ich glaube, das waren wirklich nur die beiden. Es ist ein bisschen kurios. Aber gut, wenn sie es so wollen, dann können sie es so haben. You are very beautiful, Valerie. I will feel regret when such beauty dies. Of all the dubious compliments I've ever heard, this one is probably the most doubtful. Ja, Harry macht sich halt Sorgen darum, dass die Schönheit stirbt, aber er weiß ja auch, dass sie irgendwann sterben wird oder dass die Schönheit irgendwann vergehen wird. Das ist ja ganz normal. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Hier ist nicht viel passiert, außer ein ganz kurzes Gespräch. Ach, guck mal, da habe ich noch Beute vergessen, ne? Aber die kann ich jetzt noch mitnehmen. Das ist immer das Schöne an Pathfinder Kingmaker, dass es einem die Beute nochmal anzeigt, wenn man gerade auf dem Weg nach draußen ist oder im Begriff, die Karte zu verlassen, dass man da einfach nochmal nachhaken kann und das sofort mitnehmen kann. So, in der Hoffnung, dass wir Tristian jetzt doch noch irgendwo zu fassen bekommen. Ich habe schon genug Gruppenmitglieder verloren oder hatte die Befürchtung, sie verloren zu haben. Wobei eigentlich richtig verloren haben wir bisher nur Valerie, sonst niemanden. Pilger, Pilger. Oh, schau mal einer an. Da sind sie wieder, die ganzen Viecher aus der ersten Welt, die hier die armen Untertanen terrorisieren. Und der ist auch schon tot. Super. Hatte gehofft, ihn retten zu können, aber nein, der gute Mann muss ja unbedingt gegen Eulenbären kämpfen, wo wir uns ja schon schwer tun. Aber er hat einen Bogen dabei. Hm, interessant. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder alles los? Ich dachte, ich hätte hier endgültig für Ruhe gesorgt. So, jetzt haben wir endgültig für Ruhe gesorgt. Können wir noch ein bisschen häuten? Ne, hier können wir nichts häuten leider. Und Harim kann es hier oben versuchen. Jawohl, zwei Häute, das gefällt mir gut. Die können wir nämlich wieder verkaufen. Gibt wieder. Achso, das Becken hier hat man ja gereinigt, ne? Das Wasser ist kristallklar und scheint sanft zu schimmern. Ja, da ist noch alles in Ordnung. Heile Welt. Eine alte Statue von Erastil scheint dem Zahn der Zeit zu trotzen. Regen und Wind haben die Mauern des Tempels zerstört, konnten der Statue aber nichts anhaben. Ah, wir gehen in die erste Welt. Jawohl. Tristian durch die Blüte folgen. Machen wir sofort. Irgendwo da müsste ja auch noch Valaria rumlungern.
ich mag's hier nicht. Ich will nicht hier sein. Wissen Arcanum, das hat doch der Ulrich, glaube ich. Dunkle Flecken am Boden erinnern an vergebliche Versuche, das Portal zu öffnen. Ach, guck mal, hier haben wir wieder... Oh nein, das ist doch wieder... Nein! Nach draußen. Ja, super. Oh, und wieder tonnenweise Fallen höchstwahrscheinlich. Oh Mann. Dabei hat sie doch schon ihren Heimlichkeits-10. Aber das ist Tricks, ne? Genau, das war Tricks, nicht Heimlichkeit. Was? Kommst du auch mit? Ihr könnt alle mitkommen, ne? Das wisst ihr. Oh, wo sind wir denn hier? Im Gewölbe? Was? Warum sind wir denn auf einmal hier im Gewölbe? Mhm. Hier sollte aber keine Burg sein, oder? Oder haben die hier schon wieder irgendeine Burg besetzt und einfach mitgenommen in die erste Welt? Das machen sie anscheinend gerne mal. Oh, 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 ein Turmschild. Moment mal. Das ist das Verteidigerbollwerk und das Verteidigerbollwerk 7 im Gegensatz zum Flammenschutz 5. Wow. Minus 9 Rüstungsmalus, minus 2 zusätzlicher Angriffsbonus, das ist klar. Plus 3 Reflex, Turmschild, Verbesserung plus 13 Feuerresistenz, gewährt dem Träger SR2. Wow. 36. Also trotz der Tatsache, dass dieses Turmschild natürlich diese Eigenschaft mit plus 3 Reflex nicht hat, ist das trotzdem noch besser für sie. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert und du könntest bitte einmal ganz kurz versuchen, den Ulrich ein bisschen zu heilen. Der hat ihn ordentlich abbekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Und dann kriegen vielleicht alle nochmal eine Heilung ab. Und wenn Tristian wieder da ist, dann wird das alles sowieso besser. Weil dann haben wir wieder unseren richtigen Heiler mit dabei. Der ist ja auch als Heiler konzipiert. Gefällt mir manchmal auch einfach an die Kämpfe ranzuzoomen. Dieser magische Kreis wurde geschaffen, um einen Zauber aufrechtzuerhalten. Jemand hat kürzlich einige der Inschriften weggewischt. Warum? Diese Tür hat ein rostiges Schloss, das vor kurzem aufgebrochen wurde. Warum? Notiz mit Befehlen. Problem mit Vorräten klären. Erwarte Bericht um 9 Uhr. Nach krankem Gefangenen sehen. Sollten sich die Symptome verstärken, ruft mich und den Gefängnisheiler. Wachwechsel vor der verbotenen Zelle um Mitternacht. Achtung, der Wachwechsel sollte in Anwesenheit zusätzlicher Wachen erfolgen. Der Gefangene darf nicht eine Sekunde unbeaufsichtigt sein. Ui, sind wir hier in einem Gefängnis, das vor kurzem befreit wurde? Hier, der Gefangene, der sich durch diese... Ah, sie hat's geschafft. Der sich offenbar durch diese Gitter hier durchgeschlagen hat. Oh nein. Ja. Und das Schöne ist, die Truhen bringen nicht mal Loot. Die haben nichts dabei. Oh, ein Thorak-Anhänger. Den kann ich wieder beim Geschichtenerzähler eintauschen. Ja, Ulrich, das tun wir. Sag mal hier. Silberpulver. Naja, gut, ist jetzt nicht unbedingt das Beste vom Besten. Die habe ich noch nicht gelootet. Hehe, habe ich ganz vergessen. So, zack, 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 zack. Und ich glaube, nee, nach Mist, die Waffen sind nicht... Na egal, eine kann ich mitnehmen. Das erträgt dann auch meine Kapazität. Da habe ich nämlich schon hier dieses Schussloch gesehen. Aber schon klar, dass hier irgendwo eine Falle ist. Onwards! Mhm. Goldpulver. Und das ist die Zelle vom Gefangenen? Oh, das ist die Zelle vom Gefangenen. Moment mal, bin ich denn hier überhaupt richtig? Hätte ich vielleicht da draußen noch ein bisschen untersuchen müssen? Weil ich gerade so das Gefühl habe... Du erkennst geschmolzene magische Inschriften auf den Kerzen. Der Boden ist mit magischen Kreisen bedeckt, deren Inschriften eilig verwischt wurden. Dann machen wir doch einfach mal wieder die Kerzen an, oder? Die geht aus. Oh nein, das ist so ein Rätsel. Die geht aus.
Wie ich sowas liebe. And Lindsay was called forth. Okay, jetzt habe ich jetzt an jeder Kerze habe ich jetzt jemanden stehen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, sollen wir sie alle ausmachen oder sollen wir sie alle anmachen? Ich vermute mal, wir sollen sie alle anmachen, ne? So, diese Kerze aktiviert auch die da hinten. Diese Kerze. Ich erinnere mich noch an das letzte Rätsel dieser Art, das darin gemündet hat, dass ich einfach vor mich hin versucht habe, die ganze Zeit, in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt. Ich habe die Befürchtung, dass das hier genau... Also ich hasse solche Rätsel, wo ich jetzt genau aufschreiben müsste, welche Kerze beeinflusst welche Kerze. Ja, das mag für ein Singleplayer-Spiel, wo man vor sich hin daddelt, noch ganz in Ordnung sein. Aber ganz ehrlich, ihr habt jetzt bestimmt auch keine Lust, hier zuzugucken, wie ich stundenlang versuche. Warte mal, wenn ich das hier ausmache, ne? Dann müsste die hier angehen. Dann geht die an. Wenn ich das hier ausmache, dann geht die an. Wenn ich diese hier bediene, dann gehen die da hinten an. In der Mitte kann ich nichts machen. Dann geht die aus. Und wenn ich diese jetzt hier anzünde, dann gehen die beiden an. Und wenn ich die jetzt noch anzünde, dann sind alle plötzlich... Ah nein, verdammt. Oh, was ist denn? Ja, das habe ich befürchtet. Okay, wisst ihr, wie wir das machen? Wir lösen das anders. Damit ihr jetzt nicht stundenlang zugucken müsst, wie ich hier Kerzen an- und ausmache. Ich werde jetzt ein bisschen rumprobieren, werde mir gleich auch ein paar Notizen machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich des Rätsels Lösung gefunden habe. Einen kleinen Augenblick. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Ich habe einfach rumgeklickt und plötzlich waren alle Kerzen aus. Dann ging die Tür auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach immer geklickt, 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 geklickt. Hab währenddessen irgendwie mal versucht, mir Notizen zu machen, welche Kerze beeinflusst. Und plötzlich waren alle Kerzen aus. Ich habe keine Ahnung. Es ist aus. Das war jetzt einfach Glück. Ich habe das Rätsel nicht gelöst. Das war pures Glück. Plötzlich ging hier die Tür auf und dann war es das. Sonst hätte ich ja auch das Ganze aufgenommen. Aber ich hatte ja die Aufnahme pausiert und gar nicht damit gerechnet, weil ich gerade noch dabei war, mir Notizen zu machen, dass alle Kerzen angehen. Ja, nee. Also man muss anscheinend alle Kerzen ausmachen. Das ist das Rätsels Lösung. Und wir finden hier drin einen wilden Zehrer. Der nimmt überhaupt nicht so viel Schaden. Ja, wir könnten es mal hiermit versuchen. Ah, sie muss sich jetzt mal hier oben hin bewegen. Und du musst ganz dringend den guten Ulrich heilen, denn sonst sehe ich da auch gleich schwarz. Unverletzt. Das war Ulrich. Warte mal, was? Unknown Key? Wilder Zehrer verursacht 11 Schaden mit Klaue an. Doppelstoß verursacht 13 Schaden bei Ulrich. Gelegenheitsangriff auf Ulrich. Okay. Leichte Armbrust, Fehlschlag. Fehlschlag, Fehlschlag. Schwere Wunden heilen. Ja, das haben wir gemacht. Fehlschlag, Unknown Key. Entzieht Harim temporär Level 1? Was? Heilige Güte, was ist denn mit dem los? Gibt's überhaupt irgendwas, was bei ihm bisher schon Schaden verursacht hat oder nicht? Eher nicht sowas, ne? Nicht untersucht, nicht untersucht. Himmel, Herrgott. Zehrer sind die untoten Überreste von Scheusalen und bösartigen Zauberkundigen, die sich jenseits der entlegensten Gebiete des Multiversums verirrt haben. Sie kehren mit verformten Körpern, fremdartigen Empfindungen und einem Hunger nach Leben zurück und bedrohen alle Seelen mit furchterregender, qualvoller Vernichtung. Diese verwitterten Leichen sind 10 Fuß hoch, wiegen jedoch lediglich 200 Pfund. Ich hab den Priester nicht dabei, der normalerweise prädestiniert für sowas gewesen wäre. Jetzt ist die Frage,
Auflösung könnte man mal versuchen. Dann auch das hier mal weg. Machst du mal Auflösung auf ihn hier. Und das hat auch nichts gebracht, oder? Zwölf Schaden bei Valerie, Harim, Lindsay, Valerie, Amiri. Lindsay, Harim, Octavia wirkt Kette des Lichts. Achso, das war gar nicht Kette des Lichts. Ach, Auflösung sollte sie doch. Ja, auch ohne Effekt. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Kritische Wunden heilen, könnte man nochmal bei ihm versuchen. Wobei, nee, das hat eigentlich keinen Effekt mehr. Ja, ja, was machen wir denn da am besten? Sterben, vermute ich mal. Halt, er lebt wieder. Dann könnte er nämlich böses Niederstrecken versuchen. Das wäre noch eine Option, die wir mal ausprobieren könnten. Das hat aber auch irgendwie nichts gebracht. Waffe des Verderbens. Das Herz von Ira. Kaum verwundet. Irgendwas hat gerade was gebracht. Warte mal. Hier, Lindsay Ulrich verursacht 8 Schaden bei Wilde Zehrer durch den 7 Schaden bei Octavia. Ja, ich glaube, er hat bei allen Schaden verursacht durch dieses Herz. Was aber nicht so schlimm ist, das könnte ich ja theoretisch sogar wieder hochheilen, aber das scheint mir das Einzige zu sein, was ihn irgendwie auch... verwundet, ja, ja. Das scheint mir das Einzige zu sein, womit ich bei ihm irgendwie durchkomme mit diesem Herz hier, das eben Schaden auf alle macht. Boah, was für ein Gegner, was für ein Gegner. Was könnte ich denn noch machen? Habe ich noch irgendwas auf der Tasche? Improvisierter hinterhältiger Angriff. Ja, das wird weniger bringen, denke ich mal. Kältekegel ist nicht so gut, Säure sprühen auch nicht. Hat sie noch irgendwas auf der Tasche, was sie benutzen könnte? Warum hat sie ja eigentlich zweimal den heftigen Angriff drin? Verstehe ich nicht. Auch zweimal defensiv kämpfen. Ich muss ihre Leiste auch mal wieder überarbeiten bei Zeiten. Sie aktiviert mal ihre... Ach, sie kann ihre Barbarenwut gerade gar nicht aktivieren. Doch, jetzt kann sie sie aktivieren. Tja, meine einzige Hoffnung ist, immer wieder hochzuheilen. Und währenddessen zu hoffen, dass er halt auch davon Schaden nimmt, von diesem komischen Amulett. Hier, Herz von Ira. Schwer verwundet immerhin schon. Meine Güte, bin ich gerade froh, dass ich diesen Ring dabei, dieses Amulett dabei habe. Ich habe es ja gar nicht so in Betracht gezogen, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte. Aber hier scheint wirklich nichts anderes zu wirken. Aber wirklich überhaupt nichts. Und das war's. Er ist tot. Und ich kann's wieder ausschalten. Oh Gott sei Dank. Aufstiege. Mächtige Waffenspezialisierung Bastardschwert. Meine Güte, was war denn hier los? Kann ich ihn wenigstens plündern? Ich darf ihn plündern. Was hat er denn dabei gehabt? Er hat dabei einen Schuppenpanzer, er hat dabei einen Gürtel, ein Amulett, einen Ring und einen Umhang. Das war also der Gefangene, der keinesfalls freigelassen werden darf. Und jetzt verstehe ich, warum er keinesfalls freigelassen werden darf. Der Knochenpanzer. 9 Rüstungsklasse. Schuppenpanzer plus 4. Gewährt den Träger Immunität gegen Kälte und SR5 gegen Wuchtschaden. Wow. Und da hatte ich noch was gefunden, nämlich ein Gürtel, Riesenstärke, Schutzring, natürliche Rüstung plus 3. Achso, er hat das Herz von Ira, sie hat natürliche Rüstung plus 2, auch plus 2, plus 2, plus 2, alles plus 2. Riesenstärke plus 4. Ich glaube, sie hat da einen besseren Gürtel. Körperkraft, genau. Sie hat ja mehrere Attribute gleichzeitig. Sie hat schon Riesenstärke, wobei sie, ich werde hier wahrscheinlich umswitchen, von Riesenstärke auf Konstitution, damit sie noch mehr Schaden abfangen kann. Ich glaube, das macht dann am Ende des Tages einfach auch mehr Sinn. Das hier ist ein Schutzring plus 3 und der hier ist plus 2. Aber plus 2 habt, glaube ich, außer er. Gut, Harim war ja jetzt auch nicht vorgesehen als jemand, den ich so immer mitnehmen herumschleppen würde. Der Rest ist komplett mit Ringen ausgestattet. Und ansonsten Resistenzumhang plus 2. Da hat sie noch einen plus 1 Umhang. Und dann haben jetzt auch alle einen plus 2 Umhang. Bis auf die, die andere Umhänge haben. So, die Rüstung. Wer kann sie denn überhaupt tragen? Amiri könnte sie zum Beispiel tragen.
Ja, sie hat gerade das Herz der Tapferkeit. Mithril, Brustplatte plus 2. Moralbonus von plus 4 auf Rettungswürfe gegen Furcht. Mhm, Immunität gegen Wuchtschaden, das wäre schon... Ich habe aber irgendwie Angst, dass das Ding verflucht ist. Ich weiß es nicht. Wumms. Boah. Boah. Da sieht Amiri jetzt so richtig aus wie so eine richtige Barbarin hier mit Knochen und... das gefällt mir. Dann könnten wir das Herz der Tapferkeit eventuell nochmal jemand anderem... Unsere Gruppe ist jetzt allgemein relativ dunkel, ne? Er mit seinem gesegneten Pfad. Gut, sie ist noch relativ hell, dann sie mit ihrer Knochenrüstung. Also auch noch relativ hell. Hier, sie hat das Kettenhemd der Assassinen und sie hat die grimmige Rüstung. Ist alles ein bisschen dunkel ausgeartet. Puh, okay. Glück gehabt, Riesenglück gehabt, dass wir alle Kerzen ausbekommen haben. Und ich habe versucht, sie anzukriegen. Also da hätte ich Ewigkeiten wahrscheinlich gebraucht, um sie alle anzukriegen. Also hat sie ja jetzt zum Glück hingehauen. Meine Güte. Okay, also anscheinend war das hier sogar der falsche Weg. Weil da oben ging es jetzt nirgendwo weiter. Deswegen vermute ich, dass man jetzt hier irgendwo weiter... Wobei, halt. Halt. Hier muss doch irgendwo ein... Ich habe es doch genau gesehen. Hier, guck mal hier. Da wurde noch was aufgedeckt. Das heißt, da muss irgendwo noch irgendwas Verborgenes sein. Und ich habe keinen Tristian dabei, der hier mal Licht machen könnte. Ja, aber sie haben... Aber es war ja schon vorher. Ich habe hier nichts Verborgenes entdecken können. Und hier hinten ist auch nichts Verborgenes. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass man auch über einen anderen Weg dahin kommt. Hier habe ich auch nichts, was ich irgendwie aktivieren könnte. Nee, schade. Schade. Nun gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach vorne. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal sagen, wir werden natürlich die erste Welt oder diesen Teil der ersten Welt intensiv erkunden. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Darauf habt ihr alle schon gewartet. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.